Hallo und herzlich willkommen zurück zu Order of Battle Kriegsmarine. Wir sind ja leider in der letzten Folge bei der Mission Voice Rudel gescheitert. Werden wir es heute gleich nochmal spielen und hoffen, dass es diesmal besser läuft. Ja, die Einsatzbesprechung brauchen wir uns ja gar nicht mehr durchlesen. Wir wissen es ja. Wir sollen 19 Handelsschiffe versenken, dann bei 4 Geleitschiffen 4 Schaden verursachen. Von 5 Runden muss man ein Geleitschiff aufspüren. Und wir dürfen kein U-Boot verlieren. So, ihr seht das selber. Ein U-Boot haben wir ja noch. Das machen wir jetzt mal hier rein. Ah, da ist schon ein Frachtschiff. Also haben wir 3. Da würde ich sagen, wir kaufen uns für hier unten mal noch eins. Sicher ist sicher. Ich weiß gar nicht, können wir Schlachtschiffe auch aufstellen? Nee. Das können wir nicht. So, U-Boot, weil wir 2 Punkte haben wir ja noch. Also die Frage, oben oder unten? Stellen wir hier unten auf. Okay. So, das haben wir. Wir haben jetzt insgesamt 6 U-Boote. Dann fangen wir mal an. Wir bleiben jetzt auch so gut wie es geht aufgetaucht. Zwecks unseren Batterien. Und wir müssen auch schauen, dass wir so schnell... Oder mal, wir haben eine Reichweite von 2. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir so schnell wie möglich Schiffe versenken. Weil wir, ich glaube, statt 4 Runden dauert es nämlich, bis die Torpedos sich wieder aufladen. Also bis nachgeladen wird. Darum immer so schnell wie möglich Schiffe versenken, damit die 4 Runden schnell rumgehen. Er kommt hin. Ah, zu kurz. Ne, er kommt hin. So. Aber wir brauchen ja noch ein Geleitschiff. Da müssen wir aufpassen. Zwei Runden haben wir noch. Jetzt glaube ich, wird es aber langsam... da kommen die nächsten, ne? Ich hoffe, da ist ein Geleitschiff dabei. Na, immer noch Frachter. Ah, shit. So. Da haben wir ein Torpedo. Das setzen wir dann gleich da oben hin. Na, da haben wir nur ein Flugzeug. Leider noch kein Geleitschiff. Nochmal, wen haben wir noch nicht bewegt? Ihn. Da ist einer. Nein! Der kann auf uns feuern normalerweise. Der müsste uns ja entdeckt haben. Also müssen wir auf jeden Fall jetzt dann tauchen. Oder er hat uns noch nicht gesehen. Das wäre natürlich prima. Aber das passt schon mal. Wir haben jetzt hier oben bis jetzt ein einziges Geleitschiff. Wie viel haben wir jetzt versenkt? 4 erst. Genau, aufgespürt ist er. So, die Focke Wolf wird als Seeaufklärer genutzt und kann Ziele für unsere U-Boot-Patrouillen ausmachen. Zudem kann sie mit Bomben für Direktangriffe gegen feindliche Schiffe bestückt werden.
Ach so, hier. Ja, dann müssten wir jetzt langsam wirklich mal tauchen. Müssen wir mal hier probieren, den Schaden. Wir brauchen ja 4 Schadenspunkte. 0. Ja, so ein Mist. Das ist ein Mist. Jetzt warte mal, den haben wir. Den haben wir. Es sind 3, 4, 5, 6. Nein, wir haben keinen Schadenspunkt gemacht. Scheiße. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das Einzige, was wir natürlich da machen können, wäre, dass wir vielleicht mit der Focke hier dem ein bisschen einen Treffer machen. Also, dass er nicht mehr so stark ist. Vielleicht kriegen wir dann eher einen Trefferpunkt. Ich weiß es nicht. So, was haben wir jetzt? 1, 2, 3... 3 Zerstörer bis jetzt. Jetzt kommen wir aber da nicht hin. Jetzt kommen wir da nicht hin. So, den. Das passt auch. Na, da müssen wir natürlich schauen, dass wir immer jetzt ein bisschen wegkommen. So, bei wie viel sind wir jetzt? Bei 9 Schiffen, also 10 bleibt noch. Und diese blöden 4 Punkte beim Geleitschiff. Aber ihr seht schon, wir haben keinen Trefferpunkt gemacht hier oben. Also bleibt ja wirklich nur die Möglichkeit, dass wir den Zerstörer ein bisschen schädigen mit unserem Flugzeug. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn er dann nicht mehr so viel Gesundheitspunkte hat. Und vor allem, wir müssen ja sagen, wir haben auch nur 15 Runden Zeit. Das ist natürlich das Nächste. Und wenn schon immer das 4 Runden zum Nachladen dauert, also wir haben 6 U-Boote, 6. Dann haben wir bis Runde 5, 12. Bis Runde... warte mal, 1, 5. Und dann nochmal 9. 18. Naja. Das könnte schon funktionieren. Das könnte funktionieren, aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal hier weg. Der hat einen Torpedo. Nee. Das riskieren wir jetzt lieber erstmal nicht. Also haben wir 11. Okay. Noch 7.
Wobei wir aber noch aufpassen müssen, wenn mich nicht alles täuscht, wenn wir jetzt die primären Missionsziele erfüllen, müsste die Mission beendet sein. Auch wenn wir das hier unten noch nicht haben, glaube ich jetzt zumindest. Ich glaube schon. Ja, wir werden jetzt erstmal versuchen, noch ein paar Frachter hier zu zerstören. Dann müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir so einen Zerstörer irgendwo hinlocken können, dass er alleine wäre. Ihr seht schon, hier unten zum Beispiel sind schon mal drei. Das ist mir ein bisschen zu viel. So, der hat noch. Ich würde sagen, wir tauchen. Wir hauen jetzt hier erstmal ab, dass sich auch unsere Batterie wieder ein bisschen voll lädt. Sicher ist sicher. Zwei, drei, vier, fünf. Ah, da ist noch eins. Sechs. Ja, jetzt ist nämlich der Benzin fast leer. So, machen wir das. Ja, ich weiß, Benzin fast leer. Ich hoffe mal, dass der hier stehen bleibt. Dass der mein U-Boot da oben nicht sieht. Ja, der hat's nicht. Ja, aber jetzt seht ihr schon, die Zerstörer kommen schon ziemlich nahe jetzt. Ja, wir müssen jetzt dann auf jeden Fall erstmal wieder tauchen. Wir sind mal schon wieder viel zu nah hier. Und einen Zerstörer schädigen. Da müssen wir jetzt mit unserem, ja, Flugzeug kommen wir hier auf jeden Fall hier hin. So. 7 Stück noch. Ich würde aber sagen, wir speichern jetzt erstmal. Jetzt machen wir einfach mal neu. Da dürfen wir. Ja, dann tauchen wir jetzt erstmal hier ab. Machen das. Der hat noch. Der hat noch. Also dann schauen wir auch mal, dass wir hier erstmal wegkommen. Ne, ihn machen wir gleich wieder. Da. Und er darf auch. Jetzt haben wir natürlich hier unten keinen Zerstörer. Okay, wir haben 16. Es bleiben noch 3 Schiffe. Wir haben auf jeden Fall von der Zeit her. Könnten wir das noch schaffen? 3 Schiffe. Der muss nachladen. Einen. Oh, der hat auch 4. Also die 3. Ah. Nee. Jetzt wird es wirklich eng. Das Beste wäre, glaube ich, wirklich der Zerstörer hier oben. Oder werden wir mit unserem Flugzeug nicht mehr hinkommen? Na, dann müssen wir das wirklich so probieren. Wir müssen mit unserem Flugzeug jetzt hier noch Schaden machen. Okay, er darf. Okay, also ein Schiff bleibt noch. Dann werden wir jetzt wirklich auf diesen Zerstörer gehen.
Na, der hat noch drei Runden. Der Zerstörer ist nämlich hier. Der hat auch drei Runden. Na, jetzt bin ich gespannt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir es an diesen Zerstörer hier hinkommen. Fünf Runden bleiben noch. Jetzt schaut es auf jeden Fall schon mal besser aus für uns. Wir müssen auf jeden Fall unsere U-Boote hier zusammenbringen. Ja, da kommen wir hin. Aber ich denke halt trotzdem, dass wir... unser Flugzeug verlieren werden. So, den könnte man ja mit dem mitfahren lassen. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Und da tauchen wir uns langsam mal dem Zerstörer entgegen. So, der fährt ja hier mit. 1, 2, 3. Genau. Ja, so probieren wir es jetzt. Also nur 4 Schadenspunkte, ey. Meinst du, schaffen wir das? Ich bin gespannt, ey. Schauen wir auf jeden Fall mal, dass wir unser Flugzeug noch wegbekommen. Was ich natürlich nicht glaube. Das ist, glaube ich, der Ausgang nur für die feindlichen Einheiten. Ne? So, wo ist denn der Ausgang? Der ist nämlich hier unten. Ne? Okay. Tauchen. Feuer frei. Yes. Einen Punkt haben wir. Dann machen wir den hier. Komm. Okay. Punkt Nummer 2. Den tauchen wir hier hin. Ich weiß nicht, wie der sich bewegt hier. Der hat auch ein Torpedo noch. Naja. Ja, das könnte klappen diesmal und sogar, dass wir kein U-Boot verlieren. Ach so, warte mal, ihn haben wir noch. Ne. Bitte. Puh, jetzt wird's wirklich spannend. Zwei Schadenspunkte noch. Und das eine Schiff versenkt mir ohne Probleme. Das ist nicht so schlimm. Wir wollen auf jeden Fall alle Ziele erfüllen. Das wäre schon mal wichtig für uns. Und wenn ich da auftauchen muss, dass ich da hinkomme. Ah, shit, da haben wir noch eins. So, dann muss der... dahin. Der dahin. Der hat auch noch zwei Runden, ne? Na, jetzt bin ich gespannt. Na, da kommen wir leider nicht mehr runter. Wer hat noch nicht? Du. Okay, nee, das passt. Wie schaut es jetzt mit Zerstörern aus? Wir haben einen Zerstörer hier im Nacken. Das geht eigentlich. Die anderen düsen irgendwo hier hinten rum. So, sind auch in Runde 13. Ja, wir sind jetzt dann in Runde 14. Moment, aufpassen. Wo fährt denn der jetzt hin?
Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, leck, er hat uns entdeckt. Na, jetzt kommen die natürlich nach. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, da haben wir's. Shit. Jetzt stürzt der ab. So, wir tauchen. Komm, Trefferpunkt. Nein, null. Oh, wie bitter ist denn das? Das ist bitter. Okay, da haben wir auch einen. Dann müssen wir mit denen jetzt hier hinfahren. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ja, zwei Zerstörer, glaube ich, werden ein U-Boot sowieso nicht versenken mit einem Angriff. So. Das ist dann unsere letzte Runde, die wir Zeit haben. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's wirklich spannend. Oh, Wasserbomben. Oh, drei Schaden ist natürlich schon extrem. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schadenspunkt bei diesem Zerstörer. Ich hoffe, ein U-Boot kann angreifen. Nein. Nein. Es kann kein U-Boot angreifen. Der. Aber der. Also, dann bringen wir die U-Boote mal hier weg. Bitte, lass uns den Schadenspunkt hier machen. Ja, mehrere britische Geleitschiffe, die den Handelskonvoi beschützen und Jagd auf unsere U-Boote machen sollten, wurden durch Torpedovolltreffer versenkt. Perfekt. Wir haben einen neuen Kommandanten bekommen, Otto Kretschmer. So, das haben wir und jetzt versenken wir mal unser letztes Frachtschiff. Und somit haben wir die Mission erfolgreich beendet, Jungs. Perfekt. Schauen wir mal, dass wir das auf jeden Fall noch wegbekommen. Mit dem Bordgeschütz. Ne, da machen wir keinen Treffer. Komm, den nehmen wir noch mit. So, Runde beenden. Darf jetzt der Gegner nochmal? Ach, der darf nochmal. Nein. Da habe ich ja überhaupt nicht aufgepasst. Nicht, dass... Ah, na, der ist ja eh getaucht. Da mache ich mir dann gar keinen Kopf. Drei. Also wenn er natürlich sechs Schaden macht, dann mal ein Problem. Nein, hat er nicht. Lasst jetzt bitte keinen Zerstörer mehr kommen. Weil dann haben wir jetzt wirklich noch verloren. Wir haben es. Perfekt. Alle Ziele erfüllt. Die Voice-Rudel-Taktik erweist sich gegen feindliche Handelskonvois als äußerst wirkungsvoll. U-Boot-Besatzungen, die von Flottenstützpunkten in Frankreich aus operieren, erleben eine Phase des Krieges, die sie selbst glückliche Zeit nennen. Perfekt. Wir haben es geschafft. Na, Wiederholung brauchen wir nicht speichern. So. Ja, wir haben 7 Punkte. Insgesamt haben wir 14. Ah, da ist natürlich die Rudeltaktik hier schon gut. Da werden wir die nehmen. Dann haben wir hier das Treibstoffleben von Jagdflugzeugen wird um 2 Runden erhöht. Nehmen wir auch gleich mit. Dann können unsere Flieger wenigstens ein bisschen länger fliegen. Okay, so, das war's. Wolfsrudel-Mission erfolgreich beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, ihr bleibt weiterhin dabei. Dann wünsche ich euch nur einen schönen Tag. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.